Ja, Mikrofon muss ich auch noch aufmachen. Hallo André. Hallo Anja, aber vorher müssen wir noch ganz ordentlich sagen, es ist kurz nach 1 Uhr. Ja. Es ist immer noch Fritz, das ist das Fritz-Club-Radio. Tja, und heute ist was ganz Besonderes, deswegen haben wir die Musik auch am Anfang mal ein bisschen leiser laufen, damit wir, wir müssen was erklären. Wir müssen sozusagen diese Sendung heute ankündigen. Was passiert heute in den nächsten 4 Stunden, weil es ist ja Zeitumstellung, uns wird leider eine Stunde geklaut. 2 ist 3, hat ja der Jürgen eben schon gesagt. Heute gibt es Hardcore, Gabba und weiß ich nicht, was da noch so für Namen existieren. Und die meisten werden es wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gehört haben und werden wahrscheinlich auch nach dieser Sendung nie wieder was davon hören wollen. Aber egal, das ist... Oder auch umgekehrt. Oder auch umgekehrt. Wir sind für alles offen, auf jeden Fall. Trotzdem ist diese Sendung unglaublich wichtig, weil ich glaube, sowas ist in der Form noch nie im Radio passiert. Jedenfalls hier im deutschen Radio nicht. In England passiert es jetzt öfter mal. Und... Weil wir eigentlich nicht genau wissen, was es ist, haben wir uns einen technischen Berater geholt. Ich weiß nicht, darf ich Christian sagen? Oder ja, du darfst Christian sagen. Okay. Ja klar, Christian. Christian heißt ansonsten noch Xoldoc 400 oder 400, wie willst du genannt werden? Ja, Xoldoc 400 ist der Name des Projekts, aber ich selbst heiße wohl doch eher Christian, oder? Okay, gut, haben wir auch geklärt. Ja, die Musik nennt sich zum einen Gabba oder Hardcore. Und was ist es eigentlich? Wie würdest du das beschreiben? Hardcore, naja, Core heißt doch erstmal Kern und Hardcore heißt der harte Kern. Das ist praktisch der harte Kern von Techno. Alles das, was Techno eigentlich bedeutet, wenn man die netten Melodien, den Karstadt-Ausverkauf, das Kommerz, MTV, die Hitparaden weglässt. Alles, was dann übrig bleibt, das ist Hardcore. Das dann draufdrückt und den einen Tropfen, der rauskommt, irgendwie nochmal richtig doll gut verwertet, dann kommt sowas raus. Nee, aber es ist ja im Prinzip auch, ja, es ist ja Techno in Reinkultur, weil es ist ja auch aus diesen ganzen, aus dieser Breakbeat-Kultur ein bisschen entstanden, so irgendwann 90 bestimmt, denn auch ist ein EBM und weiß ich nicht, was da noch für Einflüsse alles sind. Also Hardcore ist sicherlich ein Nachläufer von EBM oder Industrial und weniger von House vielleicht. House und EBM bzw. Industrial sind ja praktisch die beiden möglichen Wurzeln von Techno. Man ist sich ja eigentlich gar nicht so einig, wo es genau herkommt. Wenn man es einfach mal heute betrachtet, wie es ist, dann ist es die Musik des Menschen, wie er früher mal war, die Ureinwohner, afrikanische Urstamm, Indianermusik, also hi-ja-ja, bom-bom-bom. Und ein bisschen schneller noch, ne? Naja, natürlich, mit den heutigen Mitteln und in der heutigen Zeit. Und die heutige Zeit ist schneller und die heutigen Mittel sind eben nicht mehr Trommeln, sondern Computer. Ja, und trotzdem, obwohl es doch eigentlich so eindeutig dann jeder machen und hören müsste, ist es eigentlich der tiefste Untergrund, den wir uns gerade so in Form von, also in der Techno-Musik vorstellen können, ne? Ja, das hat aber auch Methode, weil ursprünglich war ja Techno wie jede Musikbewegung am Anfang mal ein Mittel, sich zu differenzieren und irgendwie sich abzuheben und vielleicht auch seine Eltern zu schocken. Und jetzt, wo Techno gesellschaftsfähig ist und im Fahrstuhl und in der Kaufhalle läuft, und wo im MTV jedes dritte Stück wie Techno aussieht, da muss es natürlich vielleicht doch eine noch etwas extremere Form geben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Free Jazz. Ne? Free Jazz ist auch so eine Sache, die keiner so richtig hören will und nur sehr wenige eingefleischte Leute, die denn sich darauf einlassen, die hören sich das eben an. Und so ist Hardcore. Hardcore ist ein Identifikationsmittel. Und in Holland ist es ja irgendwie richtig groß. Anja? Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auch eine Frage stellen. Und zwar, du sagst ja, du grenzt dich so ein bisschen ab vom Kommerziellen jetzt. Sehe ich aber ständig, wenn ich MTV gucke oder Viva oder egal welchen Musikkanal, ständig diese netten Werbespots von Thunderdome, Terrordome. Und es sind, wenn ich auch in die Chartslisten gucke oder in die Verkaufslisten, dann sind es doch eigentlich die CDs oder Techno-CDs, die sich wahnsinnig verkaufen. Wo ist da Kommerz, wo ist Underground? Gute Frage. Hier haben wir eine interessante Diskrepanz. Einerseits nämlich gibt es eine ganze Reihe von Fans von Gabba und Hardcore, die auch eben Platten kaufen und für die auch tatsächlich 50.000 Platten kaufen von einer Terrordrome oder sowas ähnliches. Andererseits aber hören tut es offiziell offenbar keiner. Und jeder behauptet, dass er das zu hart oder sonst irgendwas findet. Aber es gibt eben einfach unheimlich viele Leute da draußen, die sich doch eine CD kaufen und sich zu Hause anhören. Also, ja, vielleicht ist es auch die Oma, die dem Enkel eine Platte kauft, weil der eben Techno hört. Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, es ist auch das eher das... Sag ich jetzt mal ganz böse. Ich meine, weiß es nicht. Ich würde mal behaupten, das ist die Form, in der halt diese Musik auch zum großen Teil funktioniert. Also über diese Compilations, ne? Die Compilations haben schon eine zentrale Rolle und die anderen Rollen spielt eben die Underground-Partys, so wie vielleicht diese hier, wo die DJs Vinylplatten, die in 500er Auflage verteilt werden, spielen. Aber die Compilations haben sicherlich eine zentrale Bedeutung. Ganz stark ja hier die Thunderdome-Reihe aus Holland. Allerdings
muss man sagen, dass für den richtigen Hardcore-Fan die Thunderdome-Teile eben auch schon relativ stark kommerziell angehaucht sind. Da scheiden sich eben auch so ein bisschen die Geister. So, gerade in Holland wird eben Gabba auch für Musikrichtungen benutzt, die nach hiesigem Gabba-Verständnis eigentlich eher schon lustiges Happy-Gedudel-Kommerzzeug sind. Das müssen wir jetzt auch noch erklären. Holland. Ja. Holland ist natürlich eigentlich die Quelle von Hardcore und Gabba. Gabba ist ja ein holländisches Wort und heißt Freund oder Kumpel. Und in Rotterdam ist das eigentlich mit dem Gabba losgegangen. Jetzt aber ist es eigentlich so, dass Rotterdam mehr eine Kommerz-Gabba-Burg ist oder jedenfalls zumindest so angesehen wird und dass die wahre Kommerz-Gabba, das geht ja eigentlich auch schon wieder gar nicht mehr. Ja, oder? Das ist eben so. Da wird, ich sag mal, wird eben ein nettes, hochgepitchtes Stimmchen und ein Klavierstück unterlegt und das Ganze eben dann schnell abgespielt. Auf den ersten Blick denkt man, ah ja, Gabba, aber dann hört man eben doch eine nette, gefällige Melodie, eine nette Frauenstimme, die irgendwelche netten Sachen singt, die man mitsingen kann. Also es gibt wieder Strophen und Refrains und auch was zum in die Hände klatschen. Es ist zu schön irgendwie so, um echt zu sein oder so. Ja, also Hardcore ist es nicht mehr, nicht? Okay, was ist jetzt... Ja. Das letzte von mir und dann machen wir... Ja, ja, okay. Was ist jetzt mit England? Da nennt sich das ja irgendwie Hardcore und Vorbeat und da hat es ja irgendwie auch so ein bisschen Breakbeat-Kultur. Und da habe ich jetzt mitbekommen, in den letzten Monaten hat eigentlich fast jede Musikzeitung, die irgendwie ein bisschen was auf sich hält, jetzt irgendwie so fast eine Hardcore-Seite einrichten müssen irgendwie so, weil es halt so populär ist. KISS in London hat irgendwie ein, zwei Mal so Hardcore-Nächte veranstaltet und die Resonanz muss so unglaublich gewesen sein, dass sich auch irgendwie jetzt gezwungen fühlen, das irgendwie regelmäßig passieren zu lassen. Was hat das jetzt irgendwie mit Gabba zu tun? Ist es also der Begriff Hardcore bezeichnet tatsächlich in verschiedenen Ländern eine unterschiedliche Musikrichtung. In England ist es so, dass unter Hardcore eben mehr Breakbeat verstanden wird. Und Breakbeat ist auch tatsächlich ein Tuck massenkompatibler als Gabba. Gabba ist ja, sagen wir mal, völlig Breakbeat-frei und kennt eben nur Viervierteltrhythmus. Und das ist also nicht unmittelbar vergleichbar. Und das werden wir also in dieser Nacht nicht zu hören bekommen. Diese Rave-Happy-Variante aus England. Auf keinen Fall. Gut, das wollte ich bloß geklärt wissen, weil ja, ich blick da nicht ganz so doll durch. Da hast du aber schon einen schönen Übergang geschaffen. Was werden wir denn heute Abend hören? Also ich habe hier ein Line-Up vor mir, das könnte ich euch vorlesen, aber ich denke einfach, dass Christian das machen soll, weil er kann euch auch erklären, woher die Leute kommen und ein bisschen was zur History. Also im Moment spielt noch Gabba Nation. Gabba Nation waren eigentlich Vorreiter des Gabba, die haben immer früher im Bunker in Berlin gespielt und haben schon vor Jahren damit angefangen, irgendwo 92. Und die sind eigentlich, sagen wir mal, die Gabba in weiten Kreisen hoffähig gemacht haben. Als nächstes kommt dann Lord Nord aus Hamburg, relativ vergleichsweise melodiöser Sound für Gabba, denn er hat auch schon mal drei Töner, die eine Melodie zu formen scheinen. Danach spiele ich dann selber, also Xoldoc 400, ich mache einen Live-Gig wegen der verschwundenen Stunde, nur 45 Minuten lang. Ich selbst bin seit 1992 dabei und auch relativ mittlerweile etabliert, fürchte ich. Danach haben wir dann DJ Thoma, auch aus Hamburg, der zusammen mit Lord Nord die legendäre Box in Hamburg betrieben hat. Eigentlich ungefähr neben dem Bunker in Berlin der einzige andere nennenswerte Hardcore- und Gabba-Laden, wenn man so will, mit Historie. Danach kommt nochmal Gabba Nation mit einem Live-Act. Das wird dann Cut X sein. Gabba Nation ist eine Zusammenstellung von vier DJs. Cut X wird dann Live-Act spielen. Und zum Abschluss haben wir dann Speedcore. Das ist Gabba besonders schnell. Fängt an bei 270 BPM und hört auf bei 350. Und zwar durch Bacala und Doc Rott, die auch aus dem Norden unserer wunderbaren Republik kommen. Wow. Genau das Richtige zum Frühstück, oder? Jetzt sind wir mal gespannt, was wir bis 6 hier noch so im Radio davon schaffen. Also wo es passiert, sagen wir jetzt einfach mal nicht mehr, weil es ist randvoll und irgendwie ist es auch alles... Platz schon aus allen Nähten. Es ist auch ein bisschen sensibel, oder, das jetzt zu sagen. So ein bisschen. Also ich glaube, die harten Gabba-Fans, die werden schon mitbekommen haben, wo es ist. Also Flyer sind verteilt worden. Ultracore 2 ist es, ne? Richtig. Und ja. Ultracore 2, ganz wichtig, das übertragen wir jetzt bis genau. 6 Uhr. Und der Christian wird auch so ein bisschen nachher nochmal durch die Sendung führen, wird sich mit ein paar DJs noch unterhalten. Den habe ich hier zur Unterstützung mal hier rangezogen. Dekoriert. Ja. Aber eine Frage habe ich noch, weil ja, wir uns ganz kurz unterhalten eben. Was hört der Hardcore-Fan, wenn er nicht so eine Musik hört? Free Jazz? Also ich weiß nicht. Hört er andere Musik? Ich denke schon, dass viele andere Musik hören. Also ich höre eben auch Industrial, EBM. Ich sagte heute Nachmittag, glaube ich, schon mal, ich habe auch Karl-Auf-Platten. Ja, komisch, nicht? Aber so ist es. Okay, dann wollen wir jetzt mal reinhören. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Jetzt wechselt nämlich gerade auch...
Gabanation hört auf und Lord Nord fängt an. Also ob das jetzt nun genau jetzt oder in 3 Minuten ist, weiß man natürlich nicht so genau. Da müssen wir mal vor Ort gucken gehen. Ich kann es leider auch nicht hören. Das ist der Job vom Christian. Ich kann es schon hören, aber Lord Nord spielt mit CD-Playern. Also das heißt, er hat einen Doppel-CD-Player und mischt mit CD-Playern und braucht daher eben ein bisschen Einlaufzeit. Und ich nehme an, dass die jetzt fleißig dabei sind, am Mixer die CD-Player einzustecken und dann wird es gleich losgehen. Ja, okay, ich wünsche also, euch viel Spaß. Ne? Ja, danke. Sagt man immer. Ich erkläre nochmal, dass hier im Studio André Langenfeld ist. Vor Ort haben wir den Christian und die Anja. Mhm. Anja wird sich heute ein bisschen zurückhalten. Kann ich irgendwie auch gut nachvollziehen? Nein, ich halte mich nicht zurück. Ich finde das alles tierisch spannend. Ich bin eigentlich für musikalische Sachen immer offen und schaue mir das natürlich an. Ob ich es nachher mögen werde oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber doch, Christian, sind das jetzt eigentlich nur Herren oder haben Nein. wir auch viele Frauen da? Habe ich auch gedacht. Es ist total gemischt. Also vom Publikum her ist es wirklich fast 50-50. Weibliche Hardcore-DJs gibt es, aber sie sind rar, das muss ich zugeben. Wow, also auf jeden Fall super spannend. Wir werden heute nicht allzu viel reden, weil erstmal wegen den 4 Stunden und zum zweiten, wir wollen es mal so wirklich so stehen lassen. Wir werden dann irgendwann mittendrin nochmal raufgehen und noch so die 2, 3 übrig gebliebenen Fragen versuchen zu klären. Ja. Und ansonsten viel Spaß in Anführungsstrichen und Nein, ich meine das jetzt wirklich nicht negativ, sondern es ist komisch. Es ist tierisch komisch, das im Radio zu hören. Das darfst du nicht vergessen. Ja, und wir sind die Ersten und darauf sollen wir halt stolz sein. Also, Crazy Club Radio macht da irgendwie alles möglich, oder? Super Spruch, oder? Okay, wir sind jetzt ruhig. Ciao. Ciao, okay, wir machen jetzt wieder ganz doll laut. Und so klingt das. Also hier ist nichts kaputt, Leute. Das sage ich jetzt nur an alle die jetzt noch nie die Berührung mit GABA hatten. Und versucht zu verstehen. You are such a tough guy, aren't you? Crazy is the Club Radio. Crazy Club Radio. It's really not that hard.
coming to the track store.
ist nichts für deine Augen. Genauso wie du. Wir
Crazy is not the radiation.
gekommen. Das hat im Grunde mal völlig vergessen. Dann habe ich die Tür aufgemacht, bin rein und war ich drin. Nee, Quatsch, also bin einfach mal öfters zu Georg Reuer gegangen, zum Chef, so, immer voll die Quatsch. Ich bin DJ und möchte gerne mal auflegen. Hat mir wohl gefallen und jetzt bin ich drin. Was ist hier los?
Ja. Was war das denn? Ja, hey, ich hab's schön.
absolute sounds. Absolute. Ich säubere lebendige Klischees mit Hilfe meines Flammenwerfers. Ich fotografiere auch gern. Mein Fotoapparat besitzt einen tödlichen Flash. We'll be right back.
Bass. Computer.
My job's not to help your fucking ass out. That's not my job, asshole. Schläge. Terror, 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 Terror. Terror.
then watch y'all do it again. Habt ihr das jetzt verstanden, ihr Waschlappentypen? Hier spricht der Stricher, der Chefstricher. Habt ihr das jetzt kapiert? Der Strafer. Also, bewegt euch jetzt bitte. Bitten muss ich sowieso nicht. Los jetzt! Was sind wir denn hier? Bewegt euch, Herrscher! Los!
Stricher! Der Chef Stricher! Habt ihr das jetzt kapiert? Feiern hier morgens früh bis 10 Uhr, ihr geht nach Hause und von Freude geschlafen. Weißt du, wir feiern hier morgens früh bis 10 Uhr, ihr geht nach Hause und von Freude geschlafen.
Herren, wir haben es kurz vor 4 Uhr. Wenn ihr eure Uhren nicht umgestellt habt, ja, dann habt ihr es jetzt, glaube ich, 3 Uhr. Egal, die Uhrzeit ist jetzt auch nicht wichtig. Ihr hört das Fritz Crazy Club Radio. Hier im Studio haben wir André Langenfeld, live vor Ort haben wir den Christian und die Anja. Wobei, stopp, Ladies first, Anja und Christian. Danke, danke. Hallo André. Ja, und wir übertragen seit ja, knapp 1 Uhr das Ultracore 2 ja, Festival, nennen wir es jetzt mal ganz. ja, Christian ist in Wirklichkeit Zolldog 400, hat bis eben, was war das, live hast du vorhin gesagt? Also live, ja, live performt, ja. So richtig mit Geräten, so Samplern oder was? Nein, nein, mit einem Computer. Wir leben doch bitte im Computerzeitalter. Hast du gleich einen Laptop auf den Knien gehabt? Ganz und genau, hast einen Laptop habe ich da hingehängt und da ein Kabel dran und dann geht ihm Saures. Wow, da sind bestimmt einige... Der hat sich da bewegt dazu, zu der Musik. Beim Live-Spielen. Irgendwann, du kannst ja wahrscheinlich den Laptop auch immer so umbinden, wie eine Gitarre. Wäre das was? Das würde mich doch behindern, oder? Du weißt ja nicht, wie groß das Ding ist. Ja, klein, aber ich meine, bei der Sorte von Bewegung, die man zu dieser Musik macht, behindert sowas. Ich kann es ja leider nicht sehen. Beschreib doch mal, was für eine Sorte von Bewegung macht man da? Ach nee, ich schicke dir lieber ein Foto. Das bleibt jedem selbst überlassen. Zum Tanzen ist es ja ein Zuck zu schnell. Also sagen wir mal, so eine Art schnelles Zucken. Du kannst auch gleich noch vorbeikommen, André. Klar, geht bestimmt noch ein bisschen länger als 6, ich weiß. Wie? Das geht auf jeden Fall länger als 6, ne? Habe ich so den Eindruck. Das geht bestimmt länger als 6, ja. Wir haben mit der Location hier auch vereinbart, dass wir sicherlich auch länger als 6 machen können. Und ich denke mal, um 9 geht es immer noch gut ab. Bin ich von überzeugt. Super. Sagen wir nochmal erstmal den Leuten, die vielleicht jetzt eingeschaltet haben, was hier eigentlich los ist. Ja. Ultracore 2, das ist GABA. Hardcore und GABA heute Abend. Alle gängigen Größen aus diesem Gebiet spielen. Nordcore ist da. Naja, ich bin da. GABA Nation ist da. Die spielt auch im Moment. Bacala ist da und wird uns später noch mit Speedcore wieder aufwecken, weil das hier ist ja doch ein bisschen langsam. Ja, darum geht's. Wie viele BPM sind es dann bei Speedcore? Speedcore fängt bei 250 an und hört bei 300 oder vielleicht noch 400 auf, ich weiß nicht. Was sind das denn, 32, 64? Wir reden von Beats per Minute, also Takte pro Minute. Schon klar. Ja, und normale Tanzmusik hat ungefähr zwischen 100 und 110. Und wir bewegen uns hier heute so 200, 250 und Speedcore später geht dann bis zu 300 hoch. Schon auf jeden Fall nicht irgendwie von dieser Welt. Das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Ne? Wie macht man so eine Musik? Also wie geht man da so vor? Es gibt im Wesentlichen zwei Methoden. Das eine ist voll computerisiert, so wie ich das mache. Andere arbeiten eben mit Samplen und expandern und steuern die per MIDI. Diese beiden Wege gibt es eigentlich. Aber naja, so von der Mentalität her, also weil also als Laie so höre ich da jetzt irgendwie nicht so den Unterschied erstmal, so auf dem ersten Hinhören. Das ist eben das erste Hinhören, das muss man vielleicht schon fünfmal hören. Und sag doch mal, wie lange brauchst du so für so einen Track, wenn du einen machst? Zwischen einer Stunde und 2 Monaten. Das hängt davon ab. Wenn ich eine zündende Idee habe und alles prima läuft, dann mache ich es in einer Stunde fertig. Ja, das wollte ich gerade fragen. Hat man da manchmal so Ideen im Kopf? Ich meine, so, wenn du als DJ rangehst, hast du ja auch immer irgendwie einen Track produziert, hast du eine Idee, hast du irgendwas schon länger im Kopf und gehst dann ran und weißt genau, was du machst? Nein, also bei mir speziell ist es umgekehrt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Leuten ist, aber ich höre einen Sound, der mir gefällt. Und darauf baut sich alles auf. Bei dieser Sorte von Musik kommt ja alles auf den Sound an. Es gibt keine Melodie, also ist der Sound das eigentlich Entscheidende. Ich meine, Bum, Bum, Bum macht's überall, aber genau auf die Sorte des Bums kommt es hier an. Und manchmal höre ich eben ein gutes Bum oder ein gutes Sprachsample oder einen guten zerstörten Sound und dann fällt mir ein, wie ich das arrangieren kann und das passt alles und dann läuft das und nach einer Stunde ist es eben prima fertig. Ich weiß auch nicht, wie. Aber das sind Sounds aus dem Computer, rein aus dem Computer, die du samples, oder hast du auch manchmal so andere Ideen? Also auf meiner allerersten CD habe ich zum Beispiel einen Beat, der ist von einer Platte, von einer medizinischen Platte, auf der Herzschlagtöne für Studenten aufgenommen sind, sodass sie dann Herzklappenfehler und sowas erkennen können. Und da habe ich dann so einen Sound gesampelt und als Bassdrum verwendet. Also man kann machen, was man will. Ja, Gewehrschüsse, Türschlag. Wollte ich gerade sagen, mir sind die Gewehrschüsse aufgefallen. Das fand ich gut. Ja, solche Sachen sind gang und gäbe. Also verwendet werden kann alles. Aber alles fängt normalerweise an mit einer zerstörten, verzerrten Bassdrum aus einer TB-303 oder einer gängigen Beatbox, wie sie eben im Techno ganz allgemein verwendet wird. Nur, dass wir dann eben absichtlich übersteuern, absichtlich verzerren und die Geräte eben über ihr eigentliches Limit hinaus benutzen. Also das ist also die Basis, ja, irgendwie diese zerschossene Basstrommel. Zerstören ist die Basis, ja. Gut. Ja, aber so seid ihr nicht wirklich drauf, ne?
Also eigentlich fühle ich mich sehr wohl in dieser Gabber- und Hardcore-Szene, weil auffällt, dass alle sehr nett sind. Ich sag mal im Extrem, wenn mir jemand auf den Fuß tritt, entschuldigt er sich noch wirklich. Und also wenn ich ihm auf den Fuß trete, entschuldigt er sich vielleicht auch noch, dass er seinen Fuß unter meinen gestellt hat. In jeder anderen Diskothek, bei jeder anderen Stilrichtung, Musikrichtung muss ich aufpassen, dass ich nicht eine geballert kriege, wenn ich jemanden schief angucke. Eigentlich geht alles im Gegensatz zur sehr aggressiven Musik sehr friedlich zu. Alle Leute sind sehr nett und sind, man ist eben eine Familie. Es ist eine kleine, eingeschworene Gemeinde, jeder kennt sich, es gibt keine Probleme. Also wenn, na wie groß ist es denn hier in Deutschland? Naja, ich würde mal sagen ca. 30.000 Leute vielleicht, die sich zum harten Kern zählen können. Oh. Und 1.000 Mann kann man schon im Kopf behalten, sage ich mal. Und durch was für Schichten geht das? Also das sage ich jetzt, weil zum Beispiel beim Hip-Hop habe ich halt den Eindruck, es sind ziemlich viele etwas ärmere Kids, sagen wir es mal so. Beim Techno vielleicht die ein bisschen zu viel Kohle haben. Behaupte ich jetzt mal einfach mal so, müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren. Gibt es irgendwie auch sowas bei euch, irgendwie, dass du den Eindruck hast, bestimmte Leute fahren da mehr drauf ab? Ich glaube schon. Also ich denke mal, wenn du sagst Hip-Hop und dann deine Beschreibung, die könnte auch hier zutreffend sein. Es geht also nicht unbedingt, also Kohle weiß ich nicht, spielt nicht so die Rolle, aber es ist eben eine bestimmte Altersschicht und eine bestimmte Sicht der Welt. Vielleicht eine, sagen wir mal, etwas desillusioniertere Sicht der Welt als bei anderen Leuten. Da fällt dir jetzt auch nichts mehr zu. Nicht so positiv, ne, eigentlich. Wieso? Es muss doch Wege geben, sagen wir mal, seine Aggressionen loszuwerden. Und wenn sie diese Wege sind, zu so einer Musik zu tanzen, ist das doch prima. Dann haben die Leute doch einen Weg gefunden, der, sagen wir mal, sozialverträglicher ist als so mancher andere, oder? Also ich kann nur hoffen, dass es irgendwie nicht mal irgendwann die Bild-Zeitung oder so entdeckt, ja, und dann irgendwie so eine tierische Story draus baut, weil so oberflächlich gesehen, wenn man es so sehr ignorant betrachtet, wirkt es doch sehr provozierend, ne? Deswegen ist dieser Event, den wir heute hier haben, ja auch was Besonderes, weil nämlich normalerweise diese Szene versucht, sich von Presse und Medien einigermaßen fernzuhalten, so heißt das deutsche Wort, ja. Und dieses Event hier heute ist aus meiner Sicht auch mal ein Versuch, ob man sowas machen kann, ohne dass wir morgen dann spüren, wie die negativen Seiten sein könnten. Also ich kann dir nur sagen, dass hier im Radio irgendwie, wurde mir erzählt, irgendwie vorgestern irgendwie etliche Anrufe eingelaufen sind, die echt gefragt haben, wann es denn losgeht, in welcher Nacht das nochmal genau ist und so. Also die Resonanz ist auf jeden Fall da. Ja, ja. Ich habe aber auch noch eine Frage, und zwar, ich kann das gar nicht so richtig glauben mit den Aggressionen lostanzen oder abtanzen hier, weil ich habe natürlich vorher mich auch ein bisschen unterhalten, habe auch einen Gabber-Fan kennengelernt, der mir das eigentlich erklärt hat. Der hat mir auch gesagt, diese Musik, also die Leute, die da wirklich tanzen, die auf dem Dancefloor stehen, die machen sich eigentlich lustig darüber. Das ist einfach eine ganz lustige Angelegenheit. Die nehmen das nicht so ernst. Es ist also gar nicht so, dass man seine Aggressionen so lostanzt, sondern es ist eigentlich eine ganz lustige Sache. Also wenn man es auch im Radio hört, ich fand es eben auch teilweise lustig. Also Gabber und Hardcore ist ganz klar durchzogen von Humor. Man macht sich ja auch in der Auswahl der Samples, die zum Beispiel die Acts benutzen, macht man sich ja über bestimmte Dinge lustig. Dauernd wird ja dieses völlig übersteigerte Terror und Motherfuck und sonst irgendwas eingestreut. Darum geht's natürlich nicht und jeder weiß das. Und es gibt eben solche Samples wie Ich bin der Chefstricher und der Strafer und nun bewegt euch endlich eure Ärsche. Das ist natürlich lustig. Da lacht jeder drüber und jeder freut sich, dass er diesen Track wieder hören kann. Weil es eben, sagen wir mal, die Wiedererkennungsmelodie ist, die man sonst eben in Melodien versteckt, die wir ja nicht haben. Naja, kann man also jetzt auch nicht viel zu sagen, weil das Problem war ja damals irgendwie mal vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so bei Duff mit Mussolini ähnlich, ne? Das sind auch aus unserer Sicht unsere direkten Vorläufer, ganz klar. Gut, also wir können eigentlich kaum wirklich irgendwas diskutieren, weil es ist einfach mal so ein Mikrokosmos, der wahrscheinlich jetzt auch gar nicht in so einem kurzen Gespräch irgendwie jetzt zu erklären geht, ne? Ja, vor allen Dingen bin ich noch ein bisschen weit weg von der Musik, deswegen halte ich mich auch erstmal ein bisschen bedeckt und höre mir das an und mache mir erstmal für mich selber meine Meinung, weil ich finde es lustig, ich finde es gut, dass wir es heute mal im Radio bringen. Was hören wir denn jetzt noch? Also wir haben jetzt gerade Gabber Nation, die spielen nochmal. Spielen sie live oder legen sie auf? Im Moment spielen sie live, also Cut X spielt live, auch aus dem Computer. Aus dem Laptop. Er hat also einen richtigen normalen Trümmer dabei. Die Frage, die was als nächstes kommt, das muss ich jetzt erstmal klären. Eigentlich warten wir immer noch auf DJ Thoma von Nordcore GmbH aus Hamburg. Was ihm passiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht auf der Autobahn liegen geblieben. Wenn er rechtzeitig eintrifft, wird er als nächstes spielen. Wenn nicht, müssen wir überlegen. Vielleicht hört er ja Radio. Vielleicht hört er Radio. Irgendwo rangefahren. Also
Thomas, komm, rück an. Hast noch 40 Minuten Zeit oder 35 und dann bist du dran. Wie dem auch immer sei, also 5.15 Uhr ist dann Bacala dran und die Lücke dazwischen werden wir schon irgendwie füllen. Wir haben ja immer noch Trauma XP hier und dann werden wir schon was finden. Okay, super. Gut. Dann wissen wir, was auf uns zukommt oder auch nicht. Weil kommt ja darauf an, wer so eintrifft noch. Ne? Ja. Genau. Ist immer noch randvoll? Ja. Sehr voll. Also ich glaube, im Moment werden noch Leute an der Tür abgewiesen. An welcher Tür, sagen wir nicht. Hat ja sowieso keinen Zweck. Also es ist schon ziemlich gut gefüllt. Okay. Also bleibt euch nichts anderes übrig als Radio hören. Aber das ist ja auch schön. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Und ihr habt nochmal die Chance, euch ein fettes Tape zu machen. Bis 6 genau. Ist noch eine Menge Zeit. Wir halten uns wieder ein bisschen zurück. Danke Christian, danke Anja. Und wir hören uns nachher wieder. Danke, ciao. Tschüss. Club Radio. We'll be right back.
dürfen doch kein Hasch in der Schule rauchen. Das baut die Hemmung ab. Es ist ja niemand hier. Ist stark, hier. Nee, warte, kannst du mitnehmen? Oh. Hier, bitte. Okay.
voll gut.
motherfuckers.
a sadistic. Angel of Death.
heute würde es wahrscheinlich eher Fritz Hardcore Club Radio heißen sollen, müssen, tun, weil, aber das ist jetzt so die Hardcore-Variante vom Hardcore, ne, Christian? So ist es. Das ist Speedcore, das ist ungefähr das Schnellste, was wir haben, das Brutalste, was wir haben. Am Ende, um nochmal alle wach zu machen. Guck doch noch ein bisschen auf die Metal-Fans, dann könnt ihr noch so Deathcore und so aufmachen. Naja, die Nähe ist da vielleicht schon gegeben, ja. Okay, erklären wir mal kurz, was hier eigentlich gerade passiert. Das ist Ultracore 2. Das ist ja eine Party halt. Richtig. Und wir gehen jetzt rauf, also weil, nicht, dass sich jetzt irgendwelche Leute wieder ärgern und wir ihre Tapes jetzt irgendwie zerquatschen. Du musst nämlich gleich wieder rein und es gibt noch was Wichtiges anzusagen. Naja, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist vielleicht, da wollte ich vielleicht noch auf zwei Partys hinweisen, die in nächster Zeit stattfinden und wo ähnliches Material gespielt wird. Wer weiß, vielleicht hat sich einer überzeugen lassen. Und das wäre dann einmal am 19.04. Strictly Underground in Lüneburg. Wo es genau da stattfinden wird, ist noch geheim. Aber wer vielleicht sowas hören will, da spiele ich dann auch selbst, Lord Nord und einige von den Leuten, die heute hier waren. Ja, wie kriegen es die Leute denn jetzt nur mit? Also Auch das wissen die Leute schon. Na gut, okay. Mach dir keine Sorgen. Das ist, funktioniert bei uns ein bisschen anders. Aber okay. Jetzt was ganz Eindeutiges. Die Markthalle in Hamburg. Und zwar die Operation Nordcore am 26.04. Und das ist ungefähr die größte Party dieser Art seit langem. Wer da hinkommen will, kostet zwar 35 Mark Eintritt, aber dafür gibt es dann, glaube ich, irgendwie 40 DJs. Und unter anderem auch alle die, die wir heute hier gehört haben. Also sagen wir es nochmal, Zoldog 400 zum Beispiel, also du da selbst, Lord Nord, die Gabbernation, Thomas. Bacala wird da sein und Trauma XP ist glaube ich nicht da, nein, das muss ich also zurücknehmen, nicht alle, fast alle. Okay, aber ihr koppelt das auch irgendwie ganz gut, irgendwie so mit Live PAs, nennen wir es mal in Anführungsstrichen Live PAs, weil wenn ihr alle mit euren Notebooks da steht, kann man das ja nicht mal ganz PA nennen, ne? Das ist eine Definitionsfrage, aber ich glaube, heute noch mit irgendwelchen Geräten rumzustehen, die wie echte Klaviere aussehen, ist doch auch ein Anachronismus, oder? Da unterscheidet ihr euch irgendwie auch ganz gut vom durchschnittlichen Techno, wo irgendwie immer noch so 3-4 Harddiscs und 5 Keyboards aufgebaut werden, ne? Und manchmal ist der Stecker nicht drin, ne? Und dann wird es doch nur vom DAT-Recorder abgespielt. Mit solchem Betrug möchten wir dann doch lieber nichts zu tun haben. Also auch in der Beziehung etwas anders als die anderen. Doch, ist irgendwie alles sehr, sehr erfrischend anders, muss ich zugeben. Gut, also wir machen jetzt hier noch weiter. Ich denke mal, bis 9 wird das sicherlich noch dauern. Also das waren jetzt die beiden Partys, ja? Das waren die beiden Partys, auf die ich hinweisen wollte. Ja, einmal in Lüneburg am 19.04. und einmal in Hamburg am 26.04. In Hamburg ist auch das Gabba Ausland eingeladen, also da wird dann zum Beispiel auch Laurent O aus Paris sein, XMF aus Frankreich und auch die ganzen Rotterdamer und sogar Temper Tantrum und Skinhead aus New York. Okay. Aber ansonsten kriegt man es nur über die Partys mit, ja? Wenn man jetzt so irgendwie Neueinsteiger ist, keine Chance oder in die Plattenläden, wie geht das? Naja, die Partys werden über Flyer bekannt gemacht, die eben auf vorherigen Partys liegen. Und bei manchen ist eben auch der Ort nicht ganz von vornherein nicht ganz klar, wie bei der auf der Lüneburg, in Lüneburg Party. Da muss man sich eben ein bisschen umtun. Als Außenseiter da reinzukommen ist manchmal nicht ganz leicht, das gebe ich zu. Na gut, aber wer dann wirklich will, der kommt dann irgendwann auch rein. Wer will, der kommt auch rein. Der wird auch die Schilder zu deuten wissen, die an irgendwelchen Straßen hängen und Okay, also schöne Grüße an den Untergrund. Dankeschön, dass du uns jetzt so ein bisschen beraten hast und ein bisschen was erklärt hast. Keine Ursache. Du jetzt? Du gehst jetzt wieder rein und legst auf, ja? Ich gehe jetzt wieder rein, ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie es weitergeht, wer als nächster spielt. Und dann werde ich vielleicht auch selbst später nochmal auflegen, ja. Gut. Dankeschön, Christian. André. Wir hören uns irgendwann vielleicht wieder. Wer weiß. Also wenn es euch denn Spaß gemacht hat, muss ich an dieser Stelle ja mal so sagen. Also das hängt ja mehr von euch ab in dem Fall, oder? Wir müssen jetzt die Reaktion abwarten, aber ich glaube, das ist alles okay. Okay. Danke. Okay, ciao.
day. Two guys.
Restless. Thank you.
Stelle erinnert mich jetzt ein bisschen an die Titelmelodie der Fernsehserie Räuber Hotzenplotz. Lief in den 70ern mal. Aber kann sein, dass ich das nicht richtig verstehe, so früh morgens um diese Zeit. Greife jetzt ein, wir bereiten der Sache ein Ende, weil es ist in wenigen Sekunden 6 Uhr.